Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Helpdesk Fragen und Antworten. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Natürlich werden wir heute das Webinar mit Dirk Hilger durchführen, der Entwickler und Entwickler von Stereo Trader und natürlich auch Trader. Und bevor ich aber tatsächlich jetzt den Bildschirm übergebe, einmal wie immer den Risikohinweis bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Sie kennen ja die Prozedur. Selbstverständlich treffen Sie Ihre eigenen Entscheidungen und dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Gut, dann sage ich auch nochmal offiziell schönen guten Abend, Dirk. Das letzte Helpdesk-Webinar ist so lange her. Ich habe kurz überlegt, ob ich mich nochmal neu bei dir vorstellen muss, aber wir haben uns zum Glück letzte Woche gesehen. Von daher sollte das alles klappen. Dann übergebe ich jetzt den Bildschirm. Du hast ja auch schon vorab ein paar Fragen bekommen von den Teilnehmern. Und ja, wie gesagt, Sie können sehr gerne oder Sie sollten unbedingt die Chance nutzen, hier Fragen zu stellen. Dafür machen wir das ja. Das Webinar ist ja für Sie. Und also stellen Sie die Fragen in den Chat und dann werden wir es so gut es geht, beziehungsweise der hauptsächlich die Fragen zu beantworten. Viel Spaß. Jo, in dem Sinne auch hallo und herzlich willkommen von meiner Seite. Nelson hat mich schon vorgestellt. Mein Name ist Dirk Ligger. Ich bin der Entwickler von der Plattform StereoTrader und freue mich, dass wir heute wieder das Helpdesk-Webinar zusammen machen können. Ich habe vorhin ja schon gesagt, ich habe hier ein bisschen Probleme mit dem Ton. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Ich habe normalerweise immer so ein Ansteckmikro und das ist eigentlich dann auch immer wesentlich klarer vom Ton, aber das hat irgendwie sich gerade dazu entschlossen, den Dienst zu quittieren und von daher bin ich da jetzt gerade vom Ton nicht so nett aufgestellt wie sonst, aber ich hoffe, das funktioniert. Wenn irgendwas nicht verstanden wurde, akustisch, inhaltlich, wie auch immer, einfach nochmal nachfragen. Bis jetzt alles gut. So, okay, gut. Möchtest du, du hast mir ja vorher noch ein paar Fragen per E-Mail geschickt, sollen wir die zuerst machen? Also ich habe nur jetzt mein E-Mail-Programm nicht auf, sonst würde man hier die ganzen E-Mails jetzt sehen. Da würde ich dich nur bitten, das irgendwie noch mal kurz zu wiederholen. Ich habe das nur vorhin mal überflogen. Ja, können wir gerne erstmal diese Fragen durchgehen. In der Zwischenzeit können die Teilnehmer ja weitere Fragen in den Chat reinschreiben. Also da war einmal die Frage: Was haben die drei Slots unter Auto-Trading zu bedeuten und wie kann man alle gleichzeitig nutzen? Ja, also das Auto-Trading, der Slot hier auf der rechten Seite im Panel, ist halt generell einfach dazu da. Also hier gibt es halt drei Slots sozusagen. Und das heißt einfach nur, dass der Stereo-Trader in der Lage ist, drei Automaten gleichzeitig als Beispiel aufzunehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mal hier ich hoffe, das ist hier alles richtig installiert jetzt. Natürlich jetzt hier ein bisschen Vorführeffekt werden, aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Angenommen, ich habe halt hier irgendwie die Sportstrategie halt drin, also was ja halt ein Automat ist. Und dann erscheint es ja hier, wenn ja, dieser Slot ist dann halt an der Stelle besetzt. Ja? Und sobald ich halt einfach jetzt nur irgendwie einen weiteren SEA, also Stereo Trader Expert, da reinpacke, das kann jetzt alles möglich sein. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier irgendwie ein Beispiel irgendwie, also eins aus den Beispielen reinladen kann. Und dann sieht man hier auf der Seite bei Auto Trading, dann ist damit jetzt einfach der zweite Slot ebenfalls belegt. Das heißt, ich kann, ob das jetzt Sinn macht, das steht auf einem ganz anderen Blatt, ja, aber ich kann halt einfach im Stereo Trader mehrere Automaten gleichzeitig laden und die halt arbeiten lassen. Und die werden halt hier einfach nur auf die drei Slots verteilt. Sieht man hier unten einmal ist die Sportstrategie geladen. Und hier unten drunter jetzt dieses Candle ATR, was ein Beispiel ist aus dem Stereo Trader. Also das heißt, die Frage ist eigentlich nicht, wie kriege ich die voll, sondern eher so, was hat es halt zu bedeuten? Und ja, ich denke mal, das ist ja damit dann hoffentlich auch erklärt. Das heißt auch, so wenn ich die hier wieder wegmache, und dann sieht man auch, dann ist der Slot hier wieder frei. Und wenn ich den nächsten wegmache, hier genau das gleiche in Grün. Ne? Jetzt sind die Slots einfach wieder verfügbar, um dort eben halt Automaten halt einzupacken.
Gut, dann komme ich zu der nächsten Frage. Ich werde sie mal vorlesen, da es ein etwas längerer Text ist. Hallo, ich teste gerade das XMA-Filter im SteloTrader Classic. Jetzt steht in der Ja. Anleitung, dass man die beiden Reiter halten in der strategischen Order aktivieren soll. Es geht aber nur einer von den beiden. Ich wollte das Auto-Trading mit Market Trail ATR im Demo-Modus testen. Ich habe alle Einstellungen laut Handbuch gemacht. Gibt es hier einen Trick? Vielen Dank. Ja, und zwar ist es halt, das Problem ist, also den Filter kann ich hier an der Stelle jetzt erstmal weglassen, er ist nicht so wichtig, glaube ich. Ist auf jeden Fall so, dass ich halt im Future-Modus, wenn ich dort irgendwas auswähle, ja, sieht man schon, ist es halt so, ich kann entweder Long halten oder Short halten, ja, also wenn ich das hier automatisch handeln lassen möchte. Um das zu umgehen, ist die einzige Möglichkeit eigentlich die, dass man halt den Modus wechselt. Das heißt, dass man an der Stelle auf den Stereo-Hedge-Mode geht. Und dort habe ich dann die Möglichkeit, entsprechend dann auch beide zu aktivieren. Ja, zeige ich mal eben kurz. Ja, jetzt könnte ich hier ein Preset auswählen, welches auch immer. Und da kann ich dann natürlich auch alles aktivieren und das halt eben laufen lassen. Und das ist halt der einzige Grund, warum das halt so ist, weil es macht ja ansonsten keinen Sinn, weil, wie soll ich das erklären? Also dieser Filter, ja, der ja da gemeint war, das ist dieser XMA-Filter, der weiß zwar, wann halt nur Short und wann nur Long ist, aber die strategische Order würde sich selber ins Gehege kommen und würde ständig einfach nur Positionen öffnen und schließen. Und die strategische Order weiß nicht in dem Moment, dass das damit seine Wichtigkeit hat und deswegen ist das im Mysterio Future Modus nicht möglich. Also dort muss man halt dann sich entscheiden für Long oder Short. Und das macht man halt eben, wie ich gerade gezeigt habe, im Stereo Hedge Modus. Und dann sollte das auch funktionieren. Okay, dann hier die letzte Frage, was wir vorab bekommen haben. Warum muss ich bei den Aktien-CFDs, zum Beispiel Netflix, andere größere Take-Profits und Stop-Losses angeben und nicht wie gehabt zum Beispiel 30 Punkte? Also, steht da ein Wert dabei, welcher genau das ist? Netflix war jetzt Ich kann als nämlich Beispiel. Netflix, okay. Mal gucken. So, es liegt höchstwahrscheinlich, ich habe es nicht probiert, ich vermute aber mal, dass es einfach damit zusammenhängt, dass dieser Wert nicht in der Datenbank hinterlegt ist. Und genau, sehe ich auch schon. Also, wenn ich hier die Netflix halt öffne an der Stelle, und dann sehe ich schon hier, dass der Spread, der ist rot, ja, und steht jetzt irgendwie bei 1600 Punkten. Und das ist natürlich ein bisschen too much. Und das heißt, man muss an der Stelle, das könnte man natürlich mal nacharbeiten, ist aber momentan nicht der Fall, werden wir in Zukunft aber sicherlich mal machen. Man muss hier einfach dann bei Instrument, oder kann auch sein, dass das Symbol heißt in der letzten Version noch, dort muss ich dann die Punktdefinition erstmal halt so anpassen, dass es halt passt, weil wie gesagt, hier sieht man ja, also wahrscheinlich sieht man es nicht, jetzt ein bisschen zu klein. Da steht auf jeden Fall hier beim Spread was Rotes und das ist immer schon ein Indiz dafür, dass das so halt nicht sein kann, dass es viel zu hoch ist und dass die Punktdefinition, also was ist ein Punkt, einfach nicht klar ist, ja. Und die steht hier momentan erstmal auf Auto, das hat jetzt aber hier nicht gepasst. Und was man versuchen kann, ist einfach mal von oben nach unten durch, Point gleich Price, so sieht das schon besser aus. Dann hätte ich ein Spread von 0,3. Kann auch versuchen, Point gleich Price durch 10. Und dann habe ich ein Spread von 2,0. So, und ich vermute mal, wenn man das so einstellt, ja, und ich eröffne jetzt hier eine Position, und dann passt es halt auch, ja, von Stop Loss und Take Profit, was ja voreingestellt ist hier jetzt mit 10 und 20. Und dann macht es halt auf jeden Fall Sinn. Das heißt, es ist einfach nur die Definition, was ist eigentlich ein Punkt? Ja, also die muss halt eingestellt werden. Und ich glaube, wenn man das halt in der Form macht, wie ich es jetzt hier gerade gemacht habe, hier über Setup, dann bei Symbol beziehungsweise Instrument, Punktdefinition, Point gleich Price durch 10. Und dann hat man äquivalent das, was man ansonsten halt gewohnt ist im Stereo Trader, einfach von der, wie soll ich sagen, von der Größenordnung, was ist letzten Endes ein Punkt, weil es gibt ja nicht irgendwie, jetzt mal abgesehen von einem DAX oder einem Dow Jones, dort ist klar,
Ein Punkt ist ein Punkt, ja, weil der auch in Punkten gemessen wird. Aber eine Aktie zum Beispiel wird ja nicht in Punkten gemessen, sondern die wird ja im Wert gemessen. Genau wie Gold oder so ja halt auch. Und deswegen stellt man es dann einmal ein. Man sagt dann halt, okay, das ist für mich jetzt ein Punkt, ja. Und das können jetzt halt hier, wie hier angegeben, der Kurs ein Zehntel vom Kurs sein, also ein Zehntel vom Preis oder halt eben 1:1 der Kurs. Und dann hat man halt einen äquivalent ähnlichen Bezug, wie sonst eben auch. Ja, also das wäre jetzt hier eine Möglichkeit. Jetzt muss ich halt wirklich gestehen, Netflix nicht so wirklich auf dem Schirm. Möglicherweise macht aber auch Sinn, hier Point gleich Price zu machen. Dann ist halt letzten Endes ein Dollar ein Punkt. Ich vermute mal, das ist hier der Dollarkurs von der Aktie. Mal gucken. Nee, dann wähle ich mich hin, du bist Stop-Loss 2, 3. Nee, passt nicht. Also war eine andere Variante auf jeden Fall besser. Also Point gleich Price durch 10 oder wenn man möchte sogar durch 100. Ja. Und das ist ja dann halt, das sieht man ja hier, wie sich das verändert. So hätte ich halt einen Stop von 600 Punkten. Ja. Ist halt wirklich einfach eine Frage der Gewohnheit, weil das ja nicht wirklich halt definiert ist, ja, was ist jetzt ein Punkt. Aber ich fand jetzt diese Einstellung, Point gleich Price durch 10, fand ich halt jetzt eigentlich doch noch am sympathischsten. So, das sieht man, sobald man halt das hier bewegt und dann wird es hier auch entsprechend angepasst. Okay, soweit? Ich denke schon. Der Fragesteller. Ansonsten. Bitte? Ich denke, das war verständlich, aber selbstverständlich kann der Fragesteller, wenn er heute anwesend ist, sich nochmal kurz zu Wort melden. Oder wenn er sich gerade die Aufzeichnung anschaut, gerne dann nochmal bei uns im Service-Team, bei dem Service-Team melden. Gut, dann können wir zu den Fragen im Chat dann gehen. Genau, ich fange mal oben an, wenn es für dich okay ist. Ja, sehr gerne. Und zwar der Enrico, Ercolino, Entschuldigung, fragt, beziehungsweise sagt, der Stereotrader beim Strategietester läuft sehr unrund. Symbole kann ich nicht verändern, Kauf und Verkauf funktioniert nicht. Da wäre jetzt erstmal die Gegenfrage, welche Stereotrader-Version ist das denn? Ist das die für den MT4 oder für den MT5? Weil für den MT5 hatten wir schon ganz oft irgendwie die Aussage, dass der Strategietester dort nicht richtig funktioniert. Eigentlich funktioniert der Strategietester im MetaTrader 5 überhaupt nicht, ja, weil da halt von Seiten Metacodes, also von MetaTrader selber, da so ein paar Steine in den Weg gelegt werden und weshalb das eigentlich auch ein Feature ist, was gar nicht wirklich, es wird nicht vom Stereotrader gesperrt, aber es funktioniert aber auch offiziell nicht, ja. Das sollte man vielleicht hier mal ganz klar dazu sagen, weil ich behaupte, in der MetaTrader 4 Version sollte der Strategietester eigentlich kein Problem sein und sollte funktionieren. Deswegen da die Frage, er sagt beide Versionen. Das glaube ich so jetzt aber nicht. Also Strategietester, ich mache das jetzt hier einfach mal der Reihe nach. Wo ist er denn? Da ist er. Okay. So, Symbol auswählen, das heißt, das ist hier ein bisschen größer. Also ganz wichtig, wenn man das macht, Strategietester, History Trading, das Ding hier so groß machen, wie ich es gerade gemacht habe, dass man halt auch wirklich hier alles sieht. Ja, sonst funktioniert es tatsächlich nicht. Gibt es aber auch ein Webinar dazu, wie man den Strategietester anwendet beziehungsweise halt einstellt, damit es halt eben alles funktioniert. Weil er sagt ja auch, die Symbole kann ich nicht auswählen, nicht verändern. Nein, kann man auch nicht. Also Symbol stelle ich ja im Vorfeld hier ein. Das heißt, hier sage ich ja, weil hier sage ich ja zum Beispiel, sobald ich den gestartet habe, hier muss dann Stereotrader halt drinstehen, im oberen Feld, im zweiten Feld, dann das Symbol, was auch immer das ist, machen wir halt hier einfach mal den DAX, ja, wo dann halt hier steht Every Tick, ja, also jeder Tick. Hier wähle ich meinen Timeframe aus. Das ist hier der M5. Spread. Ja, 100 wird wahrscheinlich stimmen. Das ist halt leider so ein bisschen dämlich gemacht mit dem Spread. Aber das sieht man auch dann, wenn der nachher nicht passt. Und dann halt hier Visual Mode muss ausgewählt sein. Und dann hier volles Tempo. Und dann Start. So, und dann dauert das einen Moment. Jetzt sind hier noch keine
Daten drauf, deswegen lädt er jetzt erstmal wahrscheinlich ein bisschen. Aber ich habe jetzt hier gerade das Konto erst eingerichtet. So. Groß das Ding hier. Verlangsamungswert eingeben. So, und wenn ich jetzt, sieht merkwürdig aus, macht aber jetzt erstmal nichts. Warum das jetzt hier so ist, weiß ich nicht, aber ist ja nicht schlimm. So, und jetzt kann ich hier ganz normal verkaufen, auflösen, kaufen, auflösen. Also gibt keinen Grund, warum das nicht gehen soll, wenn man das halt eben in der Reihenfolge, wie ich es ja gerade gezeigt habe, eben auch macht, ja. Also das funktioniert. Ist mir auch nichts bekannt, dass dem nicht so sein sollte. Da vielleicht nochmal gucken, dass die Einstellung da unten, dass das so ist, wie ich es hier gerade gezeigt habe. Und klar, Symbol kann ich hier währenddessen nicht ändern. Ja. Ich kann jetzt nicht hingehen und hier irgendwie den DAO oder irgendwas draufziehen. Das funktioniert nicht. Sondern Symbol muss ich halt im Vorfeld auswählen. Und fragt ihr noch, geht der auf dem Live-Konto auf? Ja, klar, sicher. Also es hängt natürlich einfach mal davon ab, wie viele Daten da sind, ja. Und da gibt es eigentlich keinen Grund, warum das nicht funktionieren soll. Also auch die ganzen Funktionen, wie jetzt hier ein Trading Stop oder so, auch, ja. Also da einfach nochmal checken, sollte funktionieren. Okay. So, hier Netflix brauchen wir auch nicht mehr. Auch mal zu. Und dann machen wir mal weiter. Okay. So, Nelson, du darfst mir gerne helfen. Ja, Stop wird gebeten zu erklären. Ja, also, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig hier, das im Live-Kurs zu erklären. Ich kann das da wirklich dann nur anhand von der Theorie machen. Und zwar folgendermaßen, oder ich versuche es mal im Strategietest an. Vielleicht funktioniert es ja auch dort. Und es müsste eigentlich gehen. Habe ich den nochmal gerade hier an. Jetzt hier in 5 Minuten ist zwar jetzt nicht so klasse für den Trail, aber trotzdem spulen wir hier mal ein bisschen vor. Was habe ich denn hier drin? Das ist ja lustig. Okay. So, ich lasse den nochmal gerade hier rechts an den Rand laufen. Und versucht den Markt hier mal irgendwo long zu erwischen. So, damit man das mal zeigen kann. Mal gucken, was wir noch sehen hier. Nicht so wirklich, ne? Ich lasse das mal ein bisschen laufen. Ich will ein bisschen Gewissheit hier für den Trade habe, weil sonst sieht man den Effekt letzten Endes nicht gut. So, einmal drüber, sonst kommen wir wieder runter. Mal gucken, ob das funktioniert. Los, komm schon. So. Komm, hier noch eine Korrektur. Weil der Projekt ist ja generell dazu da, es ist ja halt auf markttechnischer Basis. Deswegen bin ich jetzt hier auch gerade so ein bisschen erpicht drauf, da halt einen vernünftigen Entry auch zu finden. Sonst werden wir damit nicht weit kommen. So, kann man mal versuchen jetzt hier. Also, ich mache mal ein bisschen größer. Mal angenommen, ich gehe hier, also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das funktioniert, weil ich ja auch nicht die ganze Historie auswendig kenne, wähle hier PryEx aus und ab hier oben würde getradet werden. Ja? Ich mache jetzt das doch erstmal hier aus der Schusslinie, um überhaupt da mal irgendwie reinzukommen. So, und der PryEx heißt letzten Endes, also der muss halt die Kerzen suchen, so wie es halt nach markttechnischer Außenstabsdefinition ist. Das heißt, jetzt hier im Falle von Long, ich habe jetzt hier ausgewählt, Trailabstand 5 Punkte, würde er also den Trailing Stop hinterherführen im Abstand von 5 Punkten unterhalb des letzten Außenstabs. Ja, Außenstab heißt, ich bräuchte jetzt hier an der Stelle überhaupt, müsste ich jetzt hier erstmal den Trigger erreichen. Ja? Aber ich habe ja gesagt, hier oben fängst du an und vorher nicht. Und dann muss er natürlich einen Außenstab haben und dann entfaltet er entsprechend auch erst seine
seine Wirkung. Man guckt, ob ich hier ein bisschen beschleunigen kann, damit ich vielleicht schneller da hochkommen. So, jetzt haben wir hier einen Außenstab. Ja? Das heißt, wir haben ein höheres Hoch, zumindest als jetzt bei den Kerzen davor, und haben höher geschlossen. So, und ich hoffe, wir kommen ein Stück höher hier. So, ich werfe den Trail mal an. So, jetzt ist das Ganze hier erstmal getriggert. So, hier habe ich jetzt einen Außenstab, ja, höheres Hoch, höher geschlossen. Hier ebenfalls höheres Hoch, höher geschlossen. Deswegen ist der Trading Stop auch nachgelaufen. So, jetzt ist nichts passiert, weil das ist ein Innenstab. So, kann jetzt sein, dass die Reise hier vorbei ist erstmal. Kann aber sein, dass es noch ein Stück weit läuft. Ja, und solange kein Außenstab kommt, passiert da halt auch nichts. Ja, sieht man ja hier auch ganz deutlich. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir jetzt hier noch ein Stück weit oben rauskommen. Das wäre sonst ein bisschen schade. Aber trotzdem hat man es ja hier gesehen, ja. So, okay, ist jetzt hier vorbei. Also, hier hat man gesehen, da war ein Außenstab, da hat er nachgezogen. Hier war zwar ein kleiner Außenstab, aber es war einer, ja. Also, ich hoffe, die Definition Außenstab, die ist bekannt. Also, das ist halt wirklich dann die Basis, also Markttechnik im Endeffekt. So, also hier nochmal. Ich versuche es mal noch langsamer zu machen hier, damit er mich immer abhaut. So, ja, also hier war ein Außenstab, das war ein Innenstab, da war ein Außenstab und hier oben war der letzte Außenstab. Und bis dorthin sieht man auch, ja, hier war die letzte Bewegung, der letzte Stop-Loss und dann ist nichts mehr passiert. Da war ein Innenstab und dann war auch hier leider Gottes ein Außenstab in die falsche Richtung und da war die Geschichte dann halt auch hier vorbei. Aber das ist eben die Logik, die dahinter steckt. Ja, ich kann es jetzt hier nochmal versuchen, kann es natürlich nicht garantieren, dass es funktioniert. Aber versuche es erstmal wert. Vielleicht kriegen wir es ja nochmal. Ich muss natürlich jetzt hier erstmal oben rausbrechen, sonst wird das natürlich nichts. Aber es ist auf jeden Fall, also jetzt hier auf 5 Minuten nicht wirklich relevant. Ja? Wenn man, also was ich halt zumindest von anderen gehört habe, ist halt, ich muss hier einfach nochmal, ja, ich hau jetzt einfach mal blind rein, irgendwann wird es schon funktionieren. Was ich halt aber gehört habe, ist, dass zum Beispiel halt im Gold halt extrem gut funktionieren soll, also der Priex, als auch im Euro, weil die schon relativ, also die Algorithmen, die letzten Endes da dahinter stecken, die halten sich da schon relativ genau dran. Wo es aber auch gut funktioniert, ist im Dow, ja, der macht eigentlich auch nicht so Schweinereien wie der DAX und das eben gerne macht. Und man kommt da halt schon relativ weit damit, mit so einer Geschichte. Vorausgesetzt natürlich, man hat einen sauberen Ausbruch oder Trend eben halt auch erwischt. Und dann gilt natürlich auch, je höher der Timeframe, umso weiter komme ich da natürlich halt auch. Ja? Ich hoffe, das war soweit verstanden. Also immer unterhalb, beziehungsweise also bei Long unterhalb vom letzten Außenstab und bei Short oberhalb vom letzten Außenstab. Aber wie gesagt, im DAX und so weiter macht es, glaube ich, wenig Sinn. Aber Gold, Euro und solche Werte sollte man damit, wenn man zum Beispiel auf Stunde, also im Stundenchart unterwegs ist, sollte man damit relativ weit kommen. Also an der Stelle gerne auch mal die Aufzeichnung sich mal anschauen. Du hattest das auch schon mal besprochen, mal erklärt. Also das haben wir auch schon mal hier an der Stelle schon mal besprochen. Okay. Gut. So, die Funktion des Estimators erklären. Ja, ich stelle das nur mal kurz hinten an. Ich gucke mal, ob nicht noch einfachere Sachen da sind. Wie kann die Hintergrundfarbe dauerhaft verändert werden? Bei Neustart ist immer die alte Einstellung da. Hatten wir auch schon ein paar Mal. Sag's trotzdem noch mal kurz. Also, wenn man hier auf das Setup geht, Layout, und solange hier ein Chartthema ausgewählt ist, wird das immer wieder auf das Chartthema, also Chartthema ist jetzt, sind ja die Farben letzten Endes vom Chart zurückgesetzt. Wenn man hier aber auf Custom geht, ja, dann kann man die Farben einstellen, so wie man es halt selber möchte, und dann wird es auch gespeichert und ist nicht wieder auf die ursprünglichen Farben zurückgesetzt. Ja? Also das war die Frage, wie kann man die Hintergrundfarbe dauerhaft verändern, ohne dass die immer zurückgesetzt wird. Chartthema,
custom. Ja. Und dann bleibt es halt auch drin. So, warum sind alle eingezeichneten Linien weg, wenn ich den Stereotrader von passiv auf aktiv umstelle? Gute Frage, das müsste ich erstmal. Und System-Implantator auf passiv und im Grunde genommen aktiv war. Nehmen wir mal eins nach dem anderen. Warum ist der Stereotrader auf passiv, obwohl er beim Runterfahren auf aktiv war? Das Problem ist hierbei, dass der Stereotrader leider nicht wirklich mitbekommt, wenn der Metatrader neu gestartet wurde und er versucht es halt so herzustellen, wie es vorher war. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel den DAX, wie jetzt hier in dem Beispiel, wenn ich den mehr als einmal aufhabe, ja, also vielleicht weiß der eine oder andere gar nicht, was aktiv und passiv ist. Ich mache einfach mal hier noch einen DAX auf. Und dann sehe ich, dann habe ich hier zweimal den Stereo Trader und einmal hier in der Variante passiv. Ja, sieht man ja hier, so sieht das Panel dann aus. Und hier in der Variante aktiv. Und wenn ich das Ganze jetzt beende, also den Metatrader beende und nochmal starte, dann kann es sein, ja, das muss nicht sein, es kann aber sein, dass es an der Stelle dann tatsächlich dann vertauscht wird. Und das ist leider Gottes, ist das halt fast nicht zu machen, oder es ist bisher, also mir ist zumindest nicht gelungen, das halt irgendwie zuzuordnen, wie der Metatrader sich da halt selber nochmal dann letzten Endes reinitialisiert. Also das kann passieren und man kann das auch umstellen. Also das heißt, man kann ja dann hier oben, wenn man dann aufs Logo klickt, dann kann ich ja hier von passiv auf aktiv wechseln. Hier sieht man es genau andersrum. Da ist halt entsprechend aktiv schon ausgewählt. Und wie es auch geht, ist mit Shift-Klick oben auf das Logo. Dann wird es auch umgestellt. Ja, dann wird der hier auf passiv gestellt und der entsprechend auf aktiv. So, warum sind, jetzt ist die Frage noch, warum sind die Linien weg, wenn ich den von aktiv auf passiv umstelle? Wenn das so ist, das müsste ich dann mal wirklich kontrollieren. Und dann sollte das so natürlich nicht sein. Das wäre dann tatsächlich ein Fehler. Ja. Also das gucke ich mir mal in Ruhe an, ob das so ist. Und wenn, dann muss man dann natürlich halt ansetzen. So. Planst du auch die... Okay, dann wie funktioniert der Stop-Loss-PLH und wie geht die PLH-Order? Also, da gibt es auch, muss ich jetzt wirklich mal auf die Webinare verweisen, es gibt wirklich Webinare, wo es nur um Trailing-Stop geht. Dort bitte wirklich mal reingucken, das ist alles erklärt, groß und breit. Also sowohl, wie man den Trailing-Stop setzt, als auch wie man eine Order halt für einen Einstieg oder für einen Ausstieg oder was auch immer, halt trailen lässt. Ja. Das ist wirklich alles erklärt, weil ich glaube, das führt jetzt hier zu weit, wenn wir das hier jetzt nochmal komplett machen. Und es könnte ein bisschen lange werden. So, also Ingrid, ich habe das verstanden. Ich gucke mir das an mit den Linien, glaube ich dir, wenn das so ist, wie gesagt, und dann wird das natürlich behoben. Okay. So. Also wenn ich hier zwischendurch mal still bin, das liegt einfach nur daran, ich überfliege hier die Fragen und versuche da jetzt halt ein paar Sachen rauszupicken, dass wir halt hier eine Reihenfolge hinkriegen und dass es nicht zu kompliziert vielleicht wird. Vielleicht eine kurze Ergänzung, Dirk, weil du die zwei Charts gerade offen hast und passiv-aktiv ein Thema war. Was bei uns oft gefragt wird, ist, wie man tatsächlich bei dem gleichen Symbol zweimal den Stereo Trader benutzen kann. Und dann ist das ja, glaube ich, der Lösungsansatz, entsprechend Strategiennamen einzustellen. Korrekt? Genau, richtig. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe hier den DAX irgendwie, ich bin hier im Stundenchart unterwegs, auf der linken Seite und auf der rechten Seite will ich aber irgendwie kurze Bewegungen, 5 Minuten oder 15 Minuten oder was auch immer machen, ja. Und dann geht das natürlich so erstmal nicht, ja. Also, weil halt, die würden sich ans Gehege kommen, ja. Deswegen ist auf einen Chart passiv und einer aktiv. Also, weil ich natürlich hier ein Stop-Loss von 10 einstelle und würde hier
auf der anderen Seite von 15 einstellen oder 20 und dann muss ja irgendeiner von den beiden, muss ja dann auch ausgewählt werden. Die würden sich ans Gehege kommen. Man kann das aber machen und das geht übrigens auch tatsächlich nur mit dem Stereo-Trader, weil im Metatrader wird es ja auch nicht gehen. Und indem man einfach eine Strategienamen vergibt. Das heißt, ich klicke hier aufs Logo, Strategie und gebe dem halt hier irgendwie einen neuen Namen. Ich nenne es jetzt einfach mal hier H1 oder sich H1 Swing. Ja, hier einfach eintragen und dann Strategie wechseln. Und dann habe ich hier auch einen aktiven Chart auf der linken Seite und einen aktiven Chart auf der rechten Seite. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel long gehe, setze mein Stop-Loss, keine Ahnung, mein Take-Profit, dann sehe ich auf der rechten Seite nichts davon. Ja? Obwohl ich beide Male im DAX unterwegs bin, gleiches Symbol, ist das aber komplett isoliert voneinander. Das heißt, so kann ich halt zum Beispiel dann halt hier eine, ja, ich habe es jetzt hier mal Swing genannt, ja, aber so kann ich zum Beispiel dann halt mehrere Strategien eben gleichzeitig laufen lassen, wobei die eine Short, die andere Long sein kann oder auch beide Long, das spielt gar keine Rolle und kann das völlig unabhängig voneinander dann handeln. Also kann ich an dir zum Beispiel sagen, okay, hier gehe ich auch nochmal irgendwie gerade Long und mache hier nur kurz eine Bewegung halt mit und die aber dann zum Beispiel jetzt hier irgendwie nur, wenn er kurz da hochspringen sollte, dann eben rausgetradet wird. Ja, also so kann ich halt, also ob das jetzt hier Sinn macht, weiß ich nicht, so wie der DAX heute aussieht, macht da gar nichts Sinn. Aber so kann ich halt ganz einfach dann wirklich dann gleichzeitig eben halt den ein und denselben Wert zweimal aktiv auch handeln. Also, wie gesagt, nochmal hier oben Klick aufs Logo und dann bei Strategie Namen eingeben. Die jetzt hier nicht ausgewählt ist, H1 Swing, ja. Das ist die, die aktuell geladen ist. Beziehungsweise sieht man auch hier oben, steht ja dann auch ein Titel mit drin und es steht ein Pool mit drin. Ja, da steht dann auch H1 Swing. Und hier steht jetzt nichts, weil da habe ich jetzt keinen Strategienamen vergeben. Und so kann ich natürlich nicht nur zwei gleichzeitig laufen lassen, sondern so viel, wie ich möchte. Ja, das kann auch genauso gut irgendwie 10 verschiedene Strategien dann machen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil man zum Beispiel dann, wenn man jetzt irgendwie die Open Range handeln möchte, sei es automatisch mit der Sportstrategie oder mit den integrierten Automaten oder manuell und gleichzeitig aber irgendwie den Trade vom Vortag noch laufen lassen möchte und vielleicht noch irgendwie scalpen möchte, kann man dann wirklich alles gleichzeitig. Man muss da nicht irgendwie mehrere Konten haben, sondern macht das dann eben alles einfach hier mit unterschiedlichen Strategienamen. Okay. Bezüglich Trailing Stop habe ich jetzt gerade in den Chat, habe ich das Webinar gefunden und kann man sich dann in Ruhe später mal anschauen. Okay, super. So. Dann schreibt hier der Andreas, wenn der SL mal zu eng gesetzt wird und der Mindestabstand vom Broker unterschritten wird, hake ich mal direkt ein. Haben wir hier Mindestabstand? Ich glaube nicht, oder? Nein, nur der Spread natürlich. Ja. Gibt es die Fehlermeldung Trade Error und im Journal gibt es fortlaufende Fehler? Also, die Frage, Gegenfrage wäre zuerst hier, was ist zu eng? Also, weil eigentlich kann das nicht sein, ja. Wenn ich hier den Trading Stop setze, den Stop Loss setze, bei FX Flat kann das eigentlich gar nicht passieren, dass dem so ist. Und dann, also was ich mir höchstens hier erklären kann, das wird aber auch in der 2.0, ist das alles ein bisschen anders von der Logik, wenn zum Beispiel der Markt zu ist, ja, und ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei der aktuellen Einzelversion so drin ist, da muss ich wirklich passen, weiß ich auf den Kopf wirklich gerade nicht, wenn der Markt zu ist und man setzt irgendwie, verschiebt den Stop, und dann gibt es Dauerfehlermeldungen, das ist richtig. Das ist aber auch in der neuen Version ist das so nicht mehr. Da ist die Logik völlig anders aufgebaut. Da gibt es dann eine Fehlermeldung und das war's. Und wenn sowas kommt, dann behaupte ich mal, dann ist das hier eigentlich auch aus der Welt. Ja. Also es ist eigentlich kein Thema mehr. Wenn so eine Fehlermeldung sich dauerhaft wiederholt, liegt es einfach immer nur daran,
dass der Stereo Trader nicht in der Lage ist, das an den Server weiterzugeben und dann wird die Meldung halt am Stück geschickt und da kann es dann mal sein, dass man tatsächlich den Chart dann halt schließen muss und wieder aufmachen muss. Das ist aber eine 2.0er, wie gesagt, das ist von der Kommunikationslogik mit dem Server ist das alles völlig anders und würde ich deswegen es auch hier erstmal gedanklich abhaken, weil das ist mit Sicherheit erledigt dann. Genau, er schreibt auch hier, war vorher bei einem anderen Broker vorgekommen, bei FX Flat nicht. Andreas, wir sind hier bei FX Flat. Von daher ist es völlig wurscht, was andere Broker machen. Und wie du selber halt schon sagst, bei FX Flat ist es nicht aufgetaucht. Und von daher kein Thema. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn man mal so eine Fehlermeldung hat, die nicht weggeht, einfach erstmal abhaken. Das ist in ein, zwei Wochen ist es durch. Und das ist auch hier die andere Frage von Frank. Wann kommt die 2.0? Definitiv spätestens Ende nächster Woche gehen wir mit dem Ding hier raus. Und weil das ist, es gibt eigentlich keinen Grund mehr. Das ist nur noch irgendwie Kleinkram. Ich weiß, ich sage das schon lange, aber das hat nichts nur mit mir zu tun an der Stelle, sondern da müssen noch ein paar andere Sachen koordiniert werden. Und deswegen, sorry, wenn das alles ein bisschen dauert. Aber da müssen halt so ein paar Zahnräder gleichzeitig ineinander greifen. Also noch ein ganz, ganz klein bisschen Geduld. Auf jeden Fall kriegen wir das Ding im Monat hier noch raus. Oder was. Definitiv 2018. Ja, genau. Das sowieso. So. Ich habe, fragt der Heinz hier, ich habe den MT5 und die Stereo Trader Beta installiert. Bislang reagiert die Konfiguration sehr träge. Klick auf Schaltflächen. Gibt es dafür eine Erklärung? Eigentlich nicht. Also ich kenne natürlich jetzt die Computerkonfiguration nicht. Aber ich meine, man sieht ja hier halt auch, ich bin jetzt hier auch mit einem VPS drauf. Und das heißt, es ist gar nicht hier lokal mein Computer, sondern ich bin hier, steht irgendwo in Hamburg oder weiß der Kuckuck, wo der steht. Und das ist halt eigentlich alles flüssig. Und wenn dem nicht so ist, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich mal irgendwie an anderer Stelle auch mal gucken. Also gerade habe ich letztens nämlich, hat auch jemand gemeint, das verstehe ich halt gar nicht, wenn die Wohler hoch ist, ja, dass dann halt irgendwie hier Verzögerungen auftreten. Wundert mich sehr, weil genau dafür ist der Stereo Trader ja ausgelegt, ja, dass er auch bei hoher Wohler einfach nicht in die Knie geht. Und was von Anfang an auch immer so beabsichtigt war, weil er das ein bisschen anders rangeht als andere Plattformen, wenn dann plötzlich Massen an Daten reinkommen. Also ich kann mal generell, würde ich halt aber mal empfehlen, ja, wenn man News hat, zum Beispiel, ja, oder halt irgendwie hohe Wohler. Viele machen den Fehler und haben hier oben im Symbol Watch hier oben drin alles Mögliche auf, ja, schmeißt alles da raus, was ihr nicht braucht. Weil alles, was hier aufgeführt ist, wird auch letzten Endes ausgewertet intern im MetaTrader und wird verarbeitet. Und bei mir sieht es jetzt zwar hier jetzt im Demokonto, das habe ich hier jetzt gerade eingerichtet, so aus, aber auf dem Hauptkonto sind da wirklich nur drei, vier Werte drin, das, was ich handle. Also das würde ich halt generell immer mal empfehlen. Alles, was man nicht braucht, rauswerfen. Es kostet definitiv, wenn halt irgendwie News oder irgendwas sind, es kostet definitiv Performance. Und ansonsten halt dann wirklich mal den Prozessor im Auge behalten. Also wenn man jetzt ein VPS hat oder halt vielleicht einen Computer oder weiß ich halt nicht, hier unten mal, das müsste hier eigentlich gehen, Rechtsklick und dann hier Task Manager und da wirklich mal drauf gucken, was da halt los ist. Ja. Und hier sieht man ja zum Beispiel, gut, es ist natürlich zwar hier nicht viel Wohler, aber 9% CPU ist jetzt hier eine Instanz auch und ja, das geht ja leider nicht, dass der im Vordergrund bleibt. Ja, aber das ist halt eigentlich überhaupt gar kein Thema. Ja. Und wie gesagt, wenn es die Daten sind, das will ich dann wirklich eher irgendwie mal so im Netzwerk da halt suchen, ob es da nicht irgendwo hängt. Weil letzten Endes natürlich, wenn auch eine Position auf ist, klar, wenn man zum Beispiel jetzt eine skalierte Position hat, also jetzt nicht nur wie hier ich zum Beispiel dann halt mit einer und dann halt hier mit dem Stop-Loss oder irgendwas rummache, da ist es halt immer easy. Aber sobald ich natürlich eine Position hier aus, so, ich klicke mal hier irgendwie 20 mal drauf, sobald ich natürlich sowas habe,
Ja, merkt man auch schon. Es dauert immer ein bisschen länger jetzt. Ist ganz klar, weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel verteilte Positionen habe, jetzt hier an der Stelle, ich verschiebe jetzt den Stop-Loss, ja, und dann steht auch hier direkt schon, dauert, klar, weil der muss ja an der Stelle, muss ja das auf alle Positionen machen. Also das ist natürlich bei hoher Wohl als nicht unbedingt zu empfehlen, dann so zu handeln und dann halt hier zu trailen und so weiter, dann kommt das Ding natürlich ins Rotieren, weil ich ja einfach dann auch jetzt hier zum Beispiel, wo ich mit 21 Kontrakten unterwegs bin, mit 21 Einzelpositionen, dann muss er natürlich 21 Mal die ganzen Sachen an den Server schicken und nicht nur einmal. Also das halt vielleicht mal so noch als Tipp am Rande. Aber generell, wo wohler liegt der Stereo Trader eigentlich, ja? Und ist halt auch, jetzt ohne hier zu sehr ins Detail zu gehen, aber das ist beim Stereo Trader halt so gemacht, dass der eigentlich nie mehr anzeigt, als das menschliche Auge eben auch erfassen kann. Und das ist halt ganz bewusst so gemacht. Und das ist, ich weiß, dass das bei anderen Plattformen nicht unbedingt so gemacht ist, aber genau darauf ist er eigentlich spezialisiert. Sollte eigentlich gar kein Problem sein. Ja. Aber wie gesagt, mal die Sachen im Auge behalten, Netzwerkauslastung, nicht, dass es da irgendwo drin hängt. Und schreibt ja auch hier, hat auch schon VPS genutzt mit 8 Cores. Auch an seine Grenzen kam. Sollte eigentlich nicht sein. Ne? Also wundert mich wirklich sehr. Ich mache ja halt auch eben oft News Trading und solche Geschichten. Würde mich arg wundern. Also ist das die, da noch vielleicht kurz die Frage, Andreas, ist das die 200 oder ist es noch die alte? Wobei auch das eigentlich keinen Unterschied machen sollte. Wir können es ja irgendwie auch 1,95, ja. Ist die alte Version, aber sollten wir vielleicht dann mal irgendwie ganz gezielt rangehen. Also dann irgendwie mal über eine Fernwartung oder so, dass man sich das dann mal anguckt. Weil eigentlich sollte das so nicht sein. Normalerweise reicht es auch, wenn man eine kleine Konfiguration hat. Ich habe zum Beispiel auf dem VPS nur eine 2 GB-Variante und die funktioniert eigentlich völlig stressfrei. Also das hier ist zwar eine 8 GB, jetzt hier auf dem VPS, wo ich jetzt gerade bin, das ist ein anderer. Aber selbst 2 GB ist eigentlich gar kein Problem, ja, wenn es nicht irgendwie da 20 Instanzen drauf sind. Okay. Die Marktübersicht ausblendet. Ja, ich würde halt, genau, wie ich ja vorhin noch gemeint habe, hier mit der Marktübersicht einfach hier wirklich entfernen, ja. Also, was man nicht braucht, weg damit. Einfach weg. Und dann kommt natürlich weniger an Daten rein und es muss weniger verarbeitet werden. Okay, dann nochmal hier zum Strategietester History Trading. Muss ich den separat downloaden? Nein. Das ist ja Bestandteil von dem MetaTrader. Das heißt, der wird ja hier so ein bisschen zweckentfremdet. Und einfach hier oben, da ist ja so ein Symbol, hier oben mit so einer Lupe und da steht Strategietester. Und dann wird das hier unten ein- und ausgeblendet. Ja. Und das ist Standard im MetaTrader, ist das halt drin. Und der StereoTrader missbraucht sozusagen den Strategietester so ein bisschen für eben, dass man damit auch History Trading machen kann. Es kann manchmal sein, dass man zufällig mit dem Doppelklick an den Seitenrand das Ganze minimiert hat. Und auch selbst wenn man das Ja. aus- oder einblendet, dann sieht man nur eine kleine Zeile. Also da vielleicht nochmal schauen. Genau. So, ne? Ja. Das kann auch passieren, ja. Da halt wirklich einfach mal gucken. Also, das ist so vom Design so ein bisschen, naja, semi. Ja, da einfach gucken. Also, er ist auf jeden Fall, ist der da. Okay, hier haben wir es auch gerade gesehen. Ne? Ich habe jetzt hier auf der rechten Seite gerade die Wildpositionen vorhin rein und rausgegeben. Habe da so einen Mini-Scalp hier gemacht und auf der linken Seite mit der isolierten Strategie ist da halt überhaupt nichts passiert. Das wäre jetzt halt immer noch drin, ja. Und so kann man dann halt eben zwei Strategien im gleichen Instrument gleichzeitig handeln. So, mache ich auch mal zu. Gut, so, dann komme ich mal eine Etage höher. Da war jetzt die Frage mit dem Estimator. Also, der Estimator, der ist dazu da,
damit man, wie der Name schon sagt, gewisse Vorkommnisse abschätzen kann oder Strategien einschätzen kann, wie die in der Vergangenheit mit bestimmten Einstellungen performt hätten. Ja, ich zeige mal kurz, wie es geht. Ich hoffe jetzt nur, dass funktioniert hier, weil ich habe nämlich hier auch jetzt die Beta und ich weiß gar nicht, ob ich da auf dem aktuellen Stand bin. Ich versuche es jetzt einfach mal, nur um das Prinzip mal zu verdeutlichen. Mal zum Beispiel, ich nehme mal hier den Trade at Time. Ja. So. Und stelle da gerade mal so eine These auf den Prüfstand. Also Trade at Time ist jetzt einfach nur so ein Automat. Ja. Dem könnte ich jetzt sagen, um 15:30 Uhr kaufen, um weiß ich nicht, 16 Uhr schließen. Ja, das ist jetzt einfach hier nur ein Handelsautomat. Der ist jetzt aber nicht aktiviert, sondern ist jetzt erstmal nur da reingeladen. Und dann sieht man auch im Auto Trading, ich lasse das hier mal auf, dann sieht man im Auto Trading ist ausgeschaltet, würde ich den jetzt aktivieren, dann würde er tatsächlich, solange das hier aktiviert ist, jeden Tag um 15:30 Uhr kaufen. So, also so funktioniert ja generell so ein Add-on. Und mit dem Estimator kann ich jetzt aber zum Beispiel abschätzen, wie das in der Vergangenheit überhaupt war. Ja, jetzt mal angenommen, ich bin jetzt hier irgendwie im 15-Minuten-Chart. So, und da könnte ich jetzt halt zum Beispiel mal rausfinden, hätte das überhaupt Sinn gemacht, weil es gibt ja so Behauptungen, um 15:30 Uhr steigt der DAX sowieso immer, weil die Amis kommen. Ja? So, und da kann man damit halt solche Geschichten auch relativ einfach ausprobieren. Ich mache mal hier Close 16 Uhr. Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags, also an jedem Tag soll er kaufen und macht dann halt hier mal die Estimation, schalte ich mal ein. So, und dann sieht man hier in der Kurve, die dabei rausgekommen ist, hätte ich das so gemacht, mit den Einstellungen für Stop-Loss und Take-Profit, und dann hätte ich in den letzten 72 Tagen, mehr sind hier nicht geladen, jo, mal rauf, mal runter, also tatsächlich irgendwie 3,80 € verdient, beziehungsweise 58 Punkte. Und das kann man zum Beispiel mit dem Estimator halt rausfinden. Und was man auch, man kann das natürlich jetzt auch verfeinern. Ich könnte ihm jetzt auch mal sagen, ja, mach mal kein Stop-Loss und kein Take-Profit. So, das heißt rein zeitlich basiert. Und dann sieht man hier direkt, wie die Kurve sich verändert. Ja, sobald ich hier irgendwas einstelle, verändert sich die Kurve fast in Echtzeit. Ja, weil der halt dann die ganzen Tage zurückrechnet. Und mir dann entsprechend halt sowas auswertet. Also, wenn jemand sagt, um 15:30 Uhr gehe ich long, um 16 Uhr mache ich zu und ich verdiene Geld, kann man das hier überprüfen? Nein, der verdient kein Geld, weil das halt Quatsch ist. Ja. Und das ist zum Beispiel halt, das ist halt hier ein einfaches Beispiel, wie man einen Handelsautomaten testen kann. Man kann das Spiel auch noch weitermachen, man kann es auch noch wesentlich genauer machen. Zum Beispiel machen wir jetzt hier irgendwie. Schließe generell um 21 Uhr. Ja, das sieht das schon besser aus. Wie man sieht, ne, sobald ich hier was ändere, dann wird es fast in Echtzeit hier aktualisiert. Natürlich, wenn ich jetzt hier hunderte von Tage habe, dann rechnet er ein bisschen länger. Aber man sieht dann eben hier auch im Chart, ja, also hier gibt es so einen Pfeil, das war dann zum Beispiel 15:30 Uhr, das war mein Break-Even, also mein Long-Einstieg, und hier oben war mein Exit dann um 21 Uhr. Das könnte ich genauso gut sagen, na ja, gut, ich mache das mal so. Und dann schnappe ich mir außerdem noch einen Trailing Stop, der nach 10 Punkten anläuft, den PLH Peak und Trail die ganze Geschichte. Das kann hier immer ein Momentchen dauern, wenn der halt dann rechnet. Und dann sehe ich hier außerdem noch den Verlauf. Ich muss das hier mal irgendwie ausbremsen. Gucken, ob wir da irgendwie ein Beispiel finden. Dann sehe ich halt hier außerdem noch den Verlauf von dem Trailing Stop. Ja? Das heißt, in der Kombination wäre jetzt um 15:30 Uhr gekauft worden, spätestens um 21 Uhr geschlossen. Oder aber nach 10 Punkten fängt er halt an zu trailen mit einem Abstand von 5 Punkten. So, das heißt, ich sehe hier meinen Entry, ja, mit dem Pfeil, und ich sehe den Verlauf von meinem Trailing Stop und wo der halt rausgeflogen wäre. Ja, und so kann man halt sehr, sehr schnell schätzen, ob so eine Strategie zum Beispiel Sinn macht. Hier sieht man es ein bisschen schöner. Ja, da war er dann auch 15:30 Uhr gekauft, kein Stop-Loss. Ja. Wenn ich den jetzt hier reinmache, dann geht es wahrscheinlich wieder runter. Ja, also ohne Stop-Loss war das an der Stelle, wäre hier reingegangen und da wäre der Trailing-Stop hinterhergelaufen. Ja, und so kann man das halt einfach sehr bequem
Und kann man dann also einfache, oder generell, man kann alle automatischen Strategien damit auf einen schnellen Prüfstand stellen und dann halt eben rausfinden, ob das funktioniert oder eben nicht. Ja, und es gibt ja so lustige Behauptungen, wie, was weiß ich, Dienstage sind eher long oder der Mittwoch eher short und sowas, wobei mein Dienstag, das stimmt sogar, also zumindest mal über irgendwie 10 Jahre betrachtet. Aber genau solche Geschichten kann man dann eben ausprobieren und dann auch relativ schnell ausheben. Wir hatten letztes Mal so eine Geschichte auch in der Gruppe, wo dann jemand gemeint hat, ja, um 21.30 Uhr kannst du im Dauer fast immer long gehen. Ja, stimmt überhaupt nicht. Das wären tatsächlich 2000 Punkte minus gewesen im letzten Jahr. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wäre man irgendwie im letzten Jahr um 21.30 Uhr immer short gegangen, obwohl der ja wirklich massiv angestiegen ist die letzten anderthalb Jahre. Aber hätte man mit Short, hätte man tatsächlich dann umgekehrt 2000 Punkte plus gemacht über 1,5 Jahre. Ich finde es halt auch sehr hilfreich, solche Geschichten, dass man halt so solche subjektiven Wahrnehmungen, ja, man nimmt es ja so wahr, vielleicht wenn man dann gerade irgendwie selber ein Short ist und es klappt dann an dem Tag nicht und dann hat man den Eindruck, ja, das ist immer so, ja, kann man halt so zum Beispiel rausfinden. Dafür ist der Estimator. Oder eben natürlich mit jeder anderen Strategie halt auch. Ich mache das jetzt hier mal weg, wenn ich jetzt zum Beispiel hier jetzt einfach eins von den Beispielen halt hier nehme, von wo die auch im Quellcode mit dabei sind, wo man auch selber programmieren kann, lade ich mal hier rein. Kann man damit genauso machen. Ja, hier einfach reinziehen und dann halt mal gucken, was kommt da eigentlich raus mit den Einstellungen, die da sind. Also Candle ATR ist einfach nur, sobald die durchschnittliche Vola überschritten wird, dann macht er eine Position auf. Ich finde jetzt hier noch gerade eine. Da ist eine. Ja, da ist halt irgendwie hier nur eine kleine Kerze und sieht man auch schon so ein bisschen. Da kommt plötzlich so ein langes Ding. So, und dann geht der Candle ATR, geht dann halt mit, eröffnet hier eine Position und würde das Ding hier wieder schließen. Ja, und das sieht man halt auch eben Verlauf vom, anders ist die gar nicht hier an der Stelle und falsch gedacht. Hier oben wäre das gewesen. Genau. Hätte leider jetzt hier nicht funktioniert. Also auch wenn die Kurve insgesamt halt positiv ist. Hier gibt es ein paar Signale zu viel. Hier war mal ein Short-Signal, genau. Sieht man dann hier, ja, also irgendwie halt, die war halt länger als irgendwie der Durchschnitt davor. Deswegen ist er hier Short gegangen und da ist der Trailing-Stop hinterhergelaufen. Und da war die Geschichte auch schon wieder vorbei. Ja, und so kann man das mit allen Strategien machen. Und kann die eben halt mit dem Estimator ja hier über die Aktivierung dann halt ganz, ganz einfach testen. Also jetzt überall kein Stop-Loss drin, ne? Das ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Wenn man Stop-Loss reinmacht, wird es meistens schlechter. Das ist mit fast allen Strategien so, weil der meistens einfach zu eng ist, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich denke mal, damit ist es ja erklärt, was man mit dem Estimator machen kann. Und so kann man natürlich auch eben die Sportstrategie, da gibt es ja auch ein langes Video dazu, wie man das, wie man da die Einstellung rausfindet oder was ja auch letzten Endes der Grund ist, warum die zum Beispiel so eine Sportstrategie dann halt eben die Einstellungen hat für jetzt irgendwie Nährungspaar, Gold oder was auch immer. Soweit, so gut. Okay. Hier fragt noch jemand. Danke für das Lob übrigens, Andreas. Hier fragt noch jemand. Schnelldurchlauf abgeschmolzen. Mit dem History Trading, ja. Die Gummiente, genau. Also, das kann sein, also er hat gemeint, Strategietester Problem, dass der so schnell durchläuft und dann halt irgendwie kommt eine Quietscheente und dann war es vorbei. Das liegt daran, also generell die Quietscheente kommt immer, wenn es vorbei ist, also wenn das History Trading Strategietester abgeschlossen ist. Das ist einfach nur die Bestätigung dafür, dass es durch ist. Wenn es aber zu schnell geht, ja, dann liegt es wahrscheinlich aber auch daran, dass man zu wenig Daten hat, ja. Da auf jeden Fall mal gucken, was überhaupt an Daten da ist. Ich habe jetzt hier auch einen frischen Account und entsprechend nur 72 Tage. Und wenn ich das durch einen Strategietester schicke, ist der halt auch schnell vorbei im Zweifelsfall. Und die Bremse, also ich werfe das hier unten jetzt einfach nochmal an,
hier im 5-Minuten-Chart. Man kann ihn ja bremsen, ja, also auf mehrere Möglichkeiten. Also hier unten, visueller Modus, der muss auf rechts stehen, ja. Also wenn ich den nach links stelle irgendwie und dort verlangsame, also hier die Geschwindigkeit, dann wird hier nichts mehr reagieren. Ja, dann funktioniert es nicht. Bitte? Darf ich mal dazwischen gerätschen? Weil ja. Was mich stutzig macht hier in dem Text ist ja, da steht, dass der Teilnehmer schreibt, dass der Theta Trader ja gar nicht geladen ist im Chart. Das sieht eher für mich so aus, dass der gar nicht unter Expert Advisor geladen ist. Wenn ich die Frage ja, aber richtig irgendwas, verstanden habe. Ja, also generell natürlich gucken, dass hier Stereo Trader drinsteht, ne? Hier ja, ganz oben. Das ist natürlich wichtig. Nicht, dass da irgendwas anderes drinsteht, weil dann ist der natürlich doch ist geladen, schreibt er, ja. Ja, weil Stereo ist ja da vorbei. Chart. Okay. Ja. Also, um den auszubremsen, hier hat man die Möglichkeit, bei Verlangsamung halt einen Wert einzugeben, ja. Und da mal drauf gucken, was da drin steht. Und wenn da irgendwie eine 1 drin steht, ja, und dann geht es natürlich alles viel, viel schneller. Und da kann es eben sein, dass es halt ein bisschen zu schnell vorbei ist. Also hier mal irgendwie einen Wert eintragen, wie 1000 als Beispiel und hier bei Geschwindigkeit langsam, ja. Und so kann man den auf jeden Fall ausbremsen. Das funktioniert. Hoffentlich mal mit Sicherheit. Dafür ist es ja auch da, ne? Dass man jetzt hier, ich weiß, das ist natürlich alles jetzt nicht irgendwie, man kann hier nicht so einen schönen Regler wieder unten machen. Das liegt aber daran, weil es, wie gesagt, hier so ein bisschen zweckentfremdet ist, der Strategietester. Und der dafür eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Ja, also hier einfach über Verlangsamung Wert eingeben und dann auch langsam und dann quietscht er auch nicht durch. So, dann fragt die Ingrid noch, wie bekomme ich die gleitenden Durchschnitte da rein? Ganz einfach. Der Strategietester bedient sich einfach auch nur einem Template. Und das heißt einfach Tester, TPL. Ja, kann ich hier mal kurz irgendwie zeigen. Oder auch nicht. Hallo. Ja, da gibt es ein Template, das heißt Tester, TPL. Also einfach alles, was auch immer ich halt irgendwie da drin habe, wird dann entsprechend geladen, wenn der Strategietester angeworfen wird. Und hier ist gerade irgendwie, keine Ahnung, warum das so drin ist, habe ich wohl irgendwann mal so eingestellt. Und kann ich aber auch kurz auch mal zeigen, wenn ich jetzt hier einfach nämlich zumache. Und mache jetzt hier einfach mal ein anderes Template. Ich nehme jetzt einfach mal das Tester TPL. Boah, ey, das ist so eine Krankheit hier mit den Menüs. Klickt man sich zu Tode. Ja, und das sieht man, das ist halt einfach, ne, das Template. So, das ist da drin geladen, beziehungsweise das verbirgt sich einfach dahinter und das wird, heißt dann eben Tester TPL und das wird auch geladen, wenn der Strategietester geladen wird. Wenn man 1 Trillion Vorlagen hat, dann kein Wunder. Ja, das bleibt halt nicht aus. Okay, jetzt war der JD, war kurz weg. Ja, hast Pech gehabt. So, Fragen gibt es hier nicht zweimal. Ist der 2-0 eine Frage gegeben, hat er hier gefragt. Also wie gesagt, kriegen wir auf jeden Fall den Monat noch hin. Ich komme da, was wollen. Weil ich kann es nämlich jetzt auch langsam nicht mehr sehen. Und ist natürlich auch vom Aufwand her jetzt nicht unbedingt einfacher, 2 Versionen zu handeln, als jetzt irgendwie nur eine. So. Wenn ich das richtig sehe, haben wir eigentlich alles durch, oder? Eine Frage von Jürgen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt hier beantworten kannst, möchtest. Jürgen, 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 hilf mir. Gib mir mal die Frage, bitte. Ja, das war. Jetzt habe ich es selber. 18.06 Uhr. Okay. Heinel, planst du auch einen Trail mit Außen- und Innenstäben nach Markttechnik, wo der Stop bei Innenstäben um eine Kerze unter dem Außenstab zurückgezogen wird? Ach so, ist sehr speziell. Also der richtige Weg bei Markttechnik ist ja eigentlich der, wenn man markttechnisch trailt,
und es kommt ein Außenstab, dann oder beziehungsweise auf den Außenstab folgt ein Innenstab. Und dann sagt die Markttechnik eigentlich, dann gehört der Trailing Stop eine Stufe zurück unter den letzten Außenstab. Und ich vermute mal, das ist damit gemeint, Jürgen, oder? Und mache ich persönlich jetzt in der Tat nicht, ist aber durchaus mal angedacht, so einen Trailing Stop auch mal einzubauen. Also, weil das ist ja wirklich die absolut klassische Variante. Ja, jetzt nicht nur unter dem Außenstab hinterherziehen, sondern eben auch den eine Stufe rückwärts zu bewegen, wenn auf den Außenstab und Innenstab folgt. Also mache ich persönlich nicht so, weiß aber, dass das viele machen und ist auf jeden Fall so auf der Wunschliste und wird sicherlich auch irgendwann mal, oder es wird auf jeden Fall kommen, weil es ja halt eben auch ein Add-on geben wird, ein größeres Add-on für den Stereo Trader. Und das ist aber Großbaustelle und betrifft eben halt die Markttechnik. Und das dauert noch ein bisschen, aber im Zuge dessen wird es auf jeden Fall kommen. Ja. Aber ist momentan nicht so. Ich persönlich mache es tatsächlich auch nicht so, um die Frage da zu beantworten. Alright. Ja. Gut. Wir haben Punkt 90 Uhr und keine Frage. Das ist der Hammer, oder? Ja, sehr schön. So kann es immer sein. Ja, vielen Dank schon mal für die Teilnahme bzw. Aktivität hier im Chat mit den ganz vielen Fragen. Also soll das auch sein und so ist das auch gedacht mit dem Webinar hier, dass wir tatsächlich dann eure Fragen beantworten können. Wir haben wirklich jetzt alles durch und wie gesagt, ein Link ist im Chat bezüglich Trailing Stop, können Sie sich gerne jetzt anschauen, wenn Sie die Zeit finden. Und dann nutze ich die Gelegenheit und verabschiede mich schon mal, bedanke mich für die Teilnahme, danke Dirk mal wieder für das Webinar und die Informationen. Immer noch ein super Tool und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend, eine erfolgreiche Woche und wie gesagt, passen Sie auf Ihre Position auf und Dirk, traditionell hast du das letzte Wort. Ja, ich bedanke mich natürlich auch fürs Dabeisein. Es sind ja wirklich sehr viele heute angewiesen gewesen und auch hier für die Fragen und ja, danke Nelson, danke an FX Flat. Freue mich aufs nächste Mal und wünsche auch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen.